Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial Pokémon Schwert und Schild. Ich bin Chaos Lady, ich habe jemanden gefunden, mit dem man im Tausch kommunizieren kann. Jetzt fragt ihr euch, hä? Kommunizieren? Wie kann man denn im Tausch kommunizieren? Man kann ja nur Pokémon tauschen. Man kann seinen Pokémon den richtigen Namen geben, damit man dem Tauschpartner sagen kann, was man haben möchte. Ich habe jetzt einen Knospi bekommen. Wie ihr seht, neuer Pokédex-Eintrag. Ich habe mir extra welche ausgesucht, wo ich einen neuen Pokédex-Eintrag bekomme. So, Ligakarte möchte ich nicht. Danke. So, nun frage ich ihn die nächste Frage. Ich habe also meine Pokémon einen Spitznamen gegeben. Memia möchte ich nicht, nein. Ich gehe davon aus, dass er verstanden hat, was ich möchte, und biete ihm dafür Botugel an. Er sucht wahrscheinlich jetzt das Pokémon, was ich haben möchte. Es ist Mamabuda. Wie heißt es nochmal? Name vergessen. Und vor allem, ich möchte auch wirklich die Grundentwicklung. Ah, er will mir jetzt die Weiterentwicklung anbieten. Von mir aus. Von mir aus nehme ich jetzt auch die Weiterentwicklung. Die habe ich auch noch nicht. Habe auch meistens Pokémon ausgewählt, wo ich alle Entwicklungen noch nicht habe. Und so einfach dann die Chance größer ist, dass irgendein Pokémon stimmt. Ja. Das ist manchmal ganz witzig. Also, wie man den Namen von einem Pokémon ändert, werde ich euch auch gleich zeigen. Aber wichtig ist jetzt erstmal nur, dass man überhaupt Wünsche äußern kann. So kommt man viel schneller zu seinem Ziel. Also ich habe jetzt heute schon 5 neue Pokédex-Einträge dadurch bekommen. Gar nicht so schlecht. Von mir aus gibt doch jetzt die Ligakarte. So, Samurzel. Hast du ein Samurzel für mich? Er sucht eventuell raus. Ich biete ihm Smetbo dafür an. Please hold the line. Bitte bleiben Sie dran. Es geht gleich weiter. Ah, die Weiterentwicklung. Ja, okay. Ich habe Tengulist vorhin bekommen. Diesmal kriege ich Blanas. Auch nicht schlecht. Ob ich irgendwann nochmal einen Samurzel sehe, bin ich ja mal gespannt. Aber man muss echt geduldig sein. Das war jetzt ein Zufall, dass ich gleich beim ersten Tauschpartner jemanden gefunden habe, der meine Fragen versteht. Die meisten verstehen die Fragen nicht. Entweder kennen sie die Pokémon-Namen nicht oder sie gucken einfach nicht auf den Pokémon-Namen, dass man was Bestimmtes haben will. Weil, wie ihr ja seht, mein Tauschpartner, ja okay, doch, wenn mein Tauschpartner mir was anbietet, kann ich den Namen von dem Pokémon sehen. So, er bietet mir jetzt eventuell das Passende an. Ich biete ihm dafür mein Golking an. Ja, ich denke, er sucht das jetzt raus. Eventuell sogar die Weiterentwicklung. Zur Not gibt er mir einen Kingler. Von mir aus nehme ich jetzt auch das Kingler. Ist auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Okay. Ich nehme auch Pupita gegen Golking, wenn du das möchtest. Von mir aus. Ich nehme so vieles. So, dann warten wir jetzt noch, bis der Tausch vorbei ist. Danach werde ich den Tausch beenden und dann zeige ich euch nochmal, wie man denn überhaupt den Pokémon-Namen ändert.
So, wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Und jetzt beenden wir den Tausch. In jedem Pokémon Center gibt es auf der linken Seite einen Mann mit gelber Krawatte. Der kann mehrere Dinge. Der kann zum Beispiel einen Namen bewerten. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Namen bewertet, könnte ich jetzt von Utu zum Beispiel den Namen ändern. Weil einen Knospi habe ich ja jetzt. Voilà. Und schon kann ich den Namen von dem Pokémon ändern. So funktioniert das. Was solltet ihr haben, um mit eurem Tauschpartner zu kommunizieren? Was mir bei dieser ganzen Tauschgeschichte nämlich aufgefallen ist, wenn ihr unbedingt Zamazenta und Sashian tauschen wollt, dann geht gleich mit diesem Pokémon vielleicht in den Tausch. Was ihr natürlich nicht erwarten könnt, dass ihr das Pokémon wieder zurückbekommt. Das ist ganz klar. Ihr werdet das Pokémon tauschen und ihr werdet es wahrscheinlich nicht zurückbekommen. Und ansonsten, wenn ihr das Pokémon haben wollt, aber dafür vielleicht ein Shiny anbieten wollt, dann solltet ihr eure Pokémon einfach auch umbenennen. Mit einem Fragezeichen hinten dran. Was ihr aber auch haben solltet, ist, falls jemand anders mit dem gleichen Trick kommt, wenn ihr seht, oh, da ist ein Pokémon mit einem Fragezeichen, das heißt, er möchte dieses Pokémon von mir, ihr habt aber dieses Pokémon nicht, dass ihr dann wenigstens auch drauf reagieren könnt. Yes oder no. Oder was man auch machen kann, das Pokémon umbenennen und sagen, Shiny Fragezeichen. Dass, falls jemand nicht gleich mit einem Shiny in den Tausch geht, dass ihr fragen könnt, ja, wie sieht's aus, können wir Shinies tauschen? Und dann kann man dann auch, man kann also auch Kategorien nehmen. Man könnte vielleicht auch hier die Frage stellen, Schwert oder Schild. Und wenn er sagt No, dann könnt ihr den Tausch wieder verlassen, weil ihr sucht vielleicht jemanden, der die Schild-Edition hat und dann kann man die Pokémon tauschen, die nur in Schild verfügbar sind. Da muss man sich natürlich ein bisschen vorbereiten, dass ihr dann aber auch die Pokémon habt, die es nur in Schwert gibt, damit man das als Gegentausch vielleicht anbieten kann. Ja, einige neue Pokédex-Einträge. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Wie gesagt, ihr müsst geduldig sein. Nicht jeder versteht eure Fragen. Leider. Aber vielleicht spricht sich das mal richtig rum, dass man eigentlich über die Pokémon-Namen kommunizieren kann, um gewisse Ziele zu erreichen. Und ich sag mal, wenn ihr sowieso nur ziemlich gängige Pokémon erfragt, dann ist der Tausch eigentlich auch relativ schnell erledigt, weil das Pokémon ja nicht so viel wert ist. Jetzt ist jetzt beim legendären Pokémon vielleicht ein bisschen anders. Ja, vielleicht fragt man später tatsächlich über Legendary. Spätestens dann, wenn der Erweiterungspass raus ist, dass dann Legendary gegen Shinies getauscht werden. Damit ihr vielleicht auch das Pokémon bekommt, das jemand anders durch den Erweiterungspass sich gefangen hat. Je nachdem, ob das dann nur einmalig ist oder ja, aber manche Leute geben ja auch für ein gutes Shiny ein legendäres her. Gut, probiert es aus. Wie gesagt, leider muss man sehr geduldig sein. Ich habe vorhin, keine Ahnung, 5 bis 6 Mal bin ich in den Tausch gegangen und es hat nicht geklappt. Die Leute haben nicht verstanden, was ich von denen wollte oder sie haben meine Anfragen einfach ignoriert. Und es gibt da ja, wenn man wirklich sehr, sehr häufig in den Tausch geht, kriegt man so ein bisschen mit, was so abgeht. Es gibt Leute, die gehen als allererstes mit einem Shiny rein und wenn du nicht mit einem Shiny antwortest, gehen sie sofort wieder raus. Weil sie wissen, okay, das ist jetzt jemand, der tauscht jetzt keine Shinies. Vor allem, ich komme ja hier mit solchen Pups-Pokémon, aber die haben halt alle bestimmte Namen und ja, da muss man halt aufmerksam lesen, was unten steht.
Und das fällt natürlich im asiatischen Raum viel besser auf, ne? Da würde dann mein Name viel besser rausstechen. Und aber nicht wirklich jeder Spieler kann vielleicht die englischen Namen wirklich in- und auswendig. Die meisten müssen wahrscheinlich erstmal googeln, welches Pokémon könnte denn das sein? Was ist die Frage gewesen? Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hilft das Video weiter. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.